Norman, was machst du? Meinen Sohn zurück. Wir sind drin, Sohn. Was hat er mit dem Ding vor? Das werden wir gleich herausfinden. Du musst wissen, Harry gibt's nicht mehr. Wirt und Symbiont sind perfekt verschmolzen. Ich werde ihn noch retten. Das ist unmöglich. Aber du kannst den Symbionten noch stoppen. Wie? Indem du den Wirt tötest. Bitte. Rette meinen Jungen. Na, das sieht ja super aus. Und damit willkommen zurück bei Spider-Man 2, oh der finalen Folge wahrscheinlich jetzt. Spider-Man. Oh, fuck. Ich weiß, dass du gerade dasselbe siehst wie ich. Viele New Yorker werden von diesen Dingern attackiert. Bin dran. Passen Sie auf sich auf. Er hat nur diesen Meteoriten gebraucht. Jetzt kann er die Welt heilen. Ja, er kann die Welt zu Symbionten machen. Okay, wir müssen anscheinend jetzt erstmal ein bisschen aufräumen in der Stadt. Das machen wir natürlich. Wurzeln. Oh. Gott, die Steuerung manchmal, wirklich. Es ist grausam. Leute, hört mal. Wenn ihr diesen Podcast hören könnt und noch in Manhattan befindet, bleibt, wo ihr seid. Versiegelt alle Fenster, nagelt die Türen zu. Und wie die Karte jetzt aussieht. Aber nur der Teil hier, ne?
Und irgendwo scheint hier das Epizentrum zu sein. Wahrscheinlich hier, wie Mankwitz uns hinführt. Endlich frei. Es gibt auch keine Erfahrungspunkte dafür. Hauptmission. Das heißt also, that's it. Das ist dann der finale Akt. Ich bin ehrlich gesagt, schwingen wir uns mal zum finalen Akt. Wir können zwar noch ein paar Symbionten vermöbeln, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr so konkret, was das noch bringen soll. Ich meine, ja, wenn man sagt, hier, wir tun der Stadt damit was Gutes. Okay, ist eine Sache, aber wirklich helfen tut das jetzt nicht mehr. Wir müssen ja die Ursache bekämpfen. Ey. So gar nicht. Ihr seht ja, wie gesagt, wir bekommen, also, das heißt wie gesagt, aber wie ihr seht, bekommen wir keine Erfahrungspunkte mehr für das Ganze. Also, es ist, wie gesagt, es ist hilfreich. Wirklich groß was ändern wird das jetzt nicht. Ja. Die deutsche Synchronstimme von Venom passt sehr gut dazu, also finde ich sehr gut gelungen. Macht der Sprecher echt super. Alter, die töten mich hier. Alles gut, sie sind weg. Oh Gott, ich danke dir. Ich schwöre, ich zieh nach Jersey. Ich zieh nach Jersey, ist zu gefährlich. Die Zivilisten haben Ärger. Ich komme! Wo ist Miles überhaupt? Warum liegt das alles an Peter? Okay, das heißt, wir müssen erst ein paar Zivilisten helfen, bevor wir dann schlussendlich gegen Venom antreten. Ich muss die Leute vor den Symbionten schützen. Hey, ihr Viecher, legt euch doch mit mir an! Nein, 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 bleibt hier! Tut mir nicht weh! Wir müssen reden. Wem sagst du das? Überall tauchen Nester auf. Ich schick dir die Koordinaten. Gut. Pass auf dich auf, Mann. Das ist echt schlimm. Harry, ich finde dich, Kumpel. Ich finde dich. Irgendwo. Ja, Frage ist... Ah, hier. Frage ist, wo? Wir müssen das Epizentrum vernichten. Wir müssen Harry finden und diesen Meteoriten zerstören. Ansonsten wird das hier kein Ende nehmen. Die spawnen ja unendlich, weil jeder Bürger von Manhattan kann in einen Symbionten verwandelt werden. Somit ist ja überhaupt nichts hier gewonnen. Der Anzug ist kein Alien, oder? Der Anzug ist neu, den kenne ich gar nicht. Miles Morales Original, weißt du? 1:1. Sieht gut aus.
los, Mann? Harry hat den Meteoriten. Ich konnte ihn nicht stoppen. Connors meint, wir können ihn nicht retten. Wir müssen. Ich darf ihn nicht verlieren. Nicht nochmal, Miles. Ich sah mehr, als ich in deinem Kopf. Es ist nicht deine Schuld, Pete. Sie wollte dich retten. Sie wollte uns alle retten. Sie hat nie an sich gedacht. Auch nicht, als sie kaum atmen konnte. Wenn May, mein Vater, wenn sie hier wäre, sie würden nicht wollen, dass wir an sie denken. Sondern, dass wir Menschen helfen. Und kämpfen. Harry ist noch da drin. Und wir werden kämpfen, um ihn zurückzuholen. Dann sag an, Coach. Okay. Wir teilen uns auf. Und schwärmen aus. Du findest den Meteoriten? Ich räume das Nest. Alles klar, Spider-Man. Okay, weiter geht es mit Miles. Dann legen wir mal los. Gehe zum Nest. Alles klar, let's go. Ich muss mich beeilen und weiter zum nächsten. Der Countdown kann beginnen. Na, kommt her, wenn ihr auf die Fresse wollt. Das hat dich wohl erschreckt, hä? Es muss ja echt wichtig sein, wenn du dich deshalb so zur Wehr setzt. Ja, Elektro-Superkräfte. Können die gar nicht ab. Svenom. Was? Hallo? Gott. Sie dürfen nicht zum Herzen. Stimmt. Du hast recht. Ruf an, wenn du fertig bist. Konzentrier dich, Pete. Die Action ist gut, würde ich sagen. Das macht echt Bock. Das Herz. Nein, wir brauchen
ist noch da. Bitte. Was zur Hölle? Sind wir im Inneren? Wo bin ich? Im Inneren von Venom. Geschieht das mit den Leuten, die zu Symbionten werden? Wir sind sicher. Alle, die du liebst, sind hier sicher. Mein Kopf! Wo geht es hier raus? Warum solltest du gehen? Wir sind hier. Schließ dich uns an. Hättest du wohl gerne Venom. Du auch nicht, Harry! Komm schon, Miles! Komm schon! Lass dich umteilen. Bring uns später. Haley? Was zeigst du mir da? Bitte, komm zu uns. Der Meteorit unter der U-Bahn-Station in Harlem, neben der Brücke. Und durch die Vision wissen wir jetzt, wo er ist. Perfekt. Bin unterwegs. Kann der Plot ins Rollen kommen. Aber warte auf mich, Mann. Harry, er ist hinter dir her. Ich muss zu Haley, warte auf mich, ja? Wow, wow, langsam. Was ist los? Ich wurde ins Schwarmbewusstsein gezogen. Habe eine Vision von Meteoriten unter der Erde gesehen. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, Harry ist dort? Ich mein's ernst, Pete. Gib mir 10 Minuten. Du schaffst das nicht allein. Gut, ruf an, wenn du fertig bist. Sorry, Miles. Ich hab keine Zeit zu verlieren. Da ist der Eingang zur U-Bahn. Bestimmt hat Miles recht. Und der Meteorit ist dort. Ich muss nur die Brücke freiräumen. Bleibt alle in euren Autos. Ich lass sie nicht an euch ran. Harry! Ich weiß, du bist hier! Du hast uns gefunden. Ja, ich bin hier, Kumpel! Hilfe. Ich weiß! Halt einfach durch! Ich komme! Ich werde sterben. Na doch nicht. Meteorit muss unter der Erde sein. Venom! Bitte, rede mit mir! Ich muss in die Tunnel, aber ich kann die Leute nicht zurücklassen. Hängt er da fest? Der letzte. Wow, ein großer. Zwei von euch? Nicht jetzt! So, dann lassen wir mal alles raus, was wir haben. Vielleicht. Nein.
reißt dich zusammen. Glenn geschafft! Bleib Harry! Kannst du mich hören? So, der U-Bahn-Tunnel. Ja, wir können gar nicht so da rein, das ist ein Cutscene. Hey, ist alles okay mit Haley? Noch nicht! Aber du schuldest mir noch ein paar Minuten. Halt durch! Haley! Nein! Was machst du denn hier? Ich wollte dich retten. Du bist unglaublich. Ich mag dich so sehr. Und ich glaube, du magst mich. Möchtest du ausgehen? Auf ein Date? Ist das ein Ja? Dann ist es ein Date. Wenn das hier alles vorbei ist. Pete! Bin unterwegs! Pete? Harry! Hey, wir sind im Herzen, U-Bahn. Hier ist Harry. Hinterlass deine Nachricht. Hey, Kumpel. Ich hab mit Dr. Connors geredet. Er meinte, dass es zu spät für dich ist. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Harry, ich hab's verbockt. Ich war furchtbar zu dir. Dein Traum, unser Traum, die Welt zu heilen. Es tut mir leid. Wie sieht's hier denn aus? Das ist ja ein kompletter Albtraum. Oh, guten Tag. Ich will dir helfen, Harry! Oh nein. Spider-Man, wo bist du? Bist du da reingegangen? Du hattest recht. Es muss hier sein. Er muss. Sorry, ich konnte nicht. Ich weiß, Mann. Ich suche einen Weg rein. Alles wird gut! Es wird alles gut! Fast geschafft! Come on! Sieh mir viel. Bong. Ich will meinen Powerschub noch aufheben für Venom. Ich sehe keinen Stein. Nicht? Warte, ich bin gleich bei dir. Es war eine Falle. Wir möchten dir etwas zeigen.
Was hast du? Wir sind geheilt. Endlich verheilt. Das können wir allen schenken. Aber wir brauchen dich bei uns, Pete. Die Welt heilen. Gemeinsam. Hey, Bro! Nicht cool. Wir müssen hier weg. Warum weg? Venom ist da. Schnappt ihn euch. Alles okay, Mann? Wir müssen MJ anrufen. Ich weiß, wo der Meteorit ist. Endlich frei. Aber MJ, endlich wir müssen uns alle bei Mays Haus heißt noch nicht, dass es vorbei ist. Der Meteorit, in dem der Symbiont steckte. Er verwandelt damit die ganze Stadt. Ich weiß, wo er ist. Und wir stehlen ihn. Zeit für einen Schlachtplan. Bin dabei. Bis gleich zu Hause. Kann ich schnell reisen bei den ganzen Symbionten und so? Geht immer noch, ja. Okay, let's go. Sparen uns ein bisschen Zeit. Gehen noch ein bisschen weiter, bevor wir dann vielleicht sogar die Folge hier teilen müssen, weil es geht ja noch weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass noch so viel kommt, aber... So, hier ist der Point of No Return. Warnung, dies ist die letzte Chance, Ressourcen zu sammeln, um deine Ausrüstung vor dem Ende der Story aufzurüsten. Okay. Gut, dann machen wir das so. Guten Tag, Ma'am. Dann machen wir das so. Diese Folge beenden wir jetzt hier und wir werden dann in der nächsten Folge zur finalen Schlacht gegen Venom ausholen. Und dann werden wir Spider-Man 2 beenden. Ob das jetzt die letzte Folge dann sein wird, da gebe ich keinen Brief und Siegel drauf. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. Eingesammelt habe ich alles. Aus irgendwelchen Gründen kann ich den letzten Anzug für Pete noch nicht freischalten. Keine Ahnung warum. Werde ich in New Game Plus halt machen. Aber ich habe alles eingesammelt. Und deswegen ist auch nichts mehr großartig zu holen. Deswegen geht es hier direkt in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Und ich sage schön, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Spider-Man 2. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.